Es gibt zwei primäre Wege, um mit Wesen von höherem Bewusstsein zu kommunizieren. Der eine ist durch Astralreisen, bei denen man den physischen Körper verlässt und mit ihnen in Person kommuniziert. In der heutigen Folge geht es allerdings um den anderen Weg, bei dem das Wesen hierher kommt und durch eine Person kommuniziert, die dafür trainiert ist. Das nennt man Channeling. Channeling ist eine natürliche Form der Kommunikation zwischen Menschen und Wesen höheren Bewusstseins, welche zum Beispiel in Form von Engeln, Naturwesen oder auch Tieren bzw. Haustieren auftreten können. Im Grunde ist es so, als ob ein Mensch sich selbst in eine Art Telefon verwandelt, durch das diese Wesen und Menschen miteinander kommunizieren können. Die Person, die channelt, kann aussuchen, was oder wen sie channeln will. Solange die andere Seite ebenfalls Interesse daran hat, ist die Verbindung hergestellt und das Channeling kann beginnen. Keine Angst, die Rede ist ja nicht von irgendeiner Art Besessenheit oder anderen gefährlichen Dingen. Die Person hat ihren Körper immer unter vollständiger Kontrolle. Die Kommunikation findet über Gedanken statt. Botschaften werden über Gefühle und Gedanken vermittelt, anstatt durch gesprochene Worte. Die Person entziffert und übersetzt diese dann einfach in menschliche Sprache. Entgegengesetzt der allgemeinen Meinung verwenden die Wesen meist keine menschliche Sprache, da das eher unbeholfen und ungeschickt wirkt. Der größte Teil der Botschaft wird durch eine Folge von sensorischen Gefühlen übermittelt. Lasst uns über die Tierkommunikation sprechen. Haustiere zu channeln ist eine der einfachsten Formen hierbei, die jeder erlernen kann. Natürlich benutzen Tiere keine menschliche Sprache, aber sie haben ein starkes Verlangen, mit uns Menschen zu kommunizieren. Was dabei sehr hilfreich ist, ist das dritte Augenchakra aufzuladen, wie in der letzten Folge besprochen. Das hilft bei der mentalen Verbindung mit den Tieren. Am Anfang ist es am besten, mit einem geliebten Haustier zu üben, zum Beispiel mit einem Hund oder einer Katze. Mit Katzen ist es ein bisschen schwieriger, weil sie dazu tendieren, sehr eigenwillig zu sein und sich auszusuchen, wem sie zuhören wollen. Mit Hunden ist es da einfacher, weil sie Rudeltiere sind und auf ihren Anführer, also dich, hören. Nun also ein paar grundlegende Schritte. Fange an, indem du deinen Hund in einen ruhigen Raum bringst. Setze dich neben ihn auf den Boden oder, wenn er darf, aufs Bett oder die Couch. Streichle ihn an seine Lieblingsstelle, bis er ganz entspannt ist. Dann fang an, in einem lieblichen Tonfall leise mit ihm zu sprechen. Finde einen kurzen Satz oder ein Wort, das du immer und immer wieder wiederholst. Zum Beispiel, du bist mein Liebling oder na Kumpel, lass uns das den Kernsatz nehmen. Wenn du diesen Satz ungefähr 10 Mal wiederholt hast, schließe deine Augen und sei ganz still. Hör auf, ihn zu kraulen und beginne vor deinem inneren Auge ein Bild zu formen. Vielleicht musst du das Visualisieren erst noch üben, wenn du das noch nie gemacht hast. Wenn das Bild geformt und klar ist, sende es aus deiner Stirn durch dein drittes Auge hinein in den Kopf deines Hundes direkt zwischen seine Augen. Sage dann noch einmal deinen Kernsatz und sende erneut dein Bild. Mach damit weiter, bis er entweder aufsteht und weggeht oder seinen Kopf auf deinen Schoß legt. Wenn er weggeht, folge ihm und mache das Ganze nochmal. Wenn du eine Reaktion von ihm bekommst, zum Beispiel, dass er seinen Kopf auf deinen Schoß legt oder etwas ähnliches, gratuliere, du hast soeben mit deinem Hund kommuniziert. Katzen sind meist eher stur. Das Bild sollte am Anfang also etwas sein, das sie wirklich mag, zum Beispiel ihre Lieblingsleckerei oder ähnliches. Wenn sie eine besonders liebe Schmusekatze ist, umso besser. Es gilt die gleiche Abfolge wie bei Hunden. Und wer weiß, vielleicht kannst du ja in 0, nichts mit dir reden. Wenn du kleinere Tiere hast, zum Beispiel Vögel oder Reptilien, musst du berücksichtigen, dass sie ein kleineres Gehirn haben, die Aufnahme des Bildes also langsamer vonstatten geht und länger dauert. Überhaupt ist das Wichtigste bei dieser Sache Geduld und Übung. Am Anfang wirst du wahrscheinlich nur minimale Resultate erzielen, aber wenn du ausdauernd bleibst und weiter übst, wirst du bald auch mit anderen Tieren reden können, zum Beispiel mit den Haustieren deiner Freunde. Oder mit einem Hund, der dich aus dem Auto heraus anbellt, wenn du vorbeigehst, und so weiter. Die große Frage ist nun, antworten die Tiere auch? Ja, natürlich. Jordan redet mit seiner Katze Tuni, die ihm immer sagt, was sie will, sei es nun essen, Wasser oder rausgelassen werden.
Es heißt auch, dass man mit Pferden besonders gut kommunizieren kann. In einem Artikel, den ich in die Infosektion geben werde, berichtet eine Frau, wie sie ein Pferd nach einem grünen Apfel fragte, keinen roten. Es musste ein grüner sein. Natürlich gab sie dem Pferd sofort einen und die beiden begannen, mehr miteinander zu kommunizieren. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, muss sie sich medial veranlagt sein, um das zu können? Nun, ja, aber jeder ist es. Die meisten Leute wissen es noch nicht. Es gibt eine Drüse in eurem Gehirn, die Zirbeldrüse, die von Wissenschaftlern die übersinnliche Drüse genannt wurde. Durch das Aufladen des dritten Auges beginnst du, die Zirbeldrüse zu aktivieren. Löse dich nur von fixen Vorstellungen, zum Beispiel Stimmen zu hören, und erlaube dir, dich einfach in deinen Tierfreund hineinzufühlen. Nun gut, jetzt verstehen wir, wie Wesen von niederem Bewusstsein Tiere gechannelt werden können. Mit Wesen von höherem Bewusstsein ist es eigentlich das Gleiche, nur umgekehrt. Hier nehmen wir sozusagen die Rolle des Tieres ein und kommunizieren mit Wesen, die viel mehr wissen und verstehen als wir. Es gibt da ein gechanneltes Wesen namens Kryon vom magischen Dienst. Es spricht viel über das globale Geschehen und was weltweit so los ist. Interessanterweise wurde es in den vergangenen 13 Jahren bereits 7-mal zu den Vereinten Nationen eingeladen. Wenn also sogar die UN auf das Channeling hört, verdient es vielleicht ein bisschen mehr an Glaubwürdigkeit, als die meisten Menschen ihm zugestehen. Nun will ich noch kurz über den Crimson Circle sprechen. Dieser wurde im Jahre 1999 gegründet, als ein Wesen namens Tobias anfing, mit Jeffrey Hope zu kommunizieren. Das ist eine echt coole Geschichte, aber es ist nicht genug Zeit, über alle Details zu sprechen. Ich werde dazu etwas in den Infos geben. In der Bibel war die Rede von Tobias im Buch Tobit. Dieses wurde 1546 allerdings beim Konzil von Trient von der Kirche entfernt. In diesem Buch war Tobias einer der Hauptcharaktere. Jeffrey begann also mit Tobias zu kommunizieren und 1999 wurde der Crimson Circle gegründet. Eine Gruppe, die sich der Kommunikation mit Tobias und anderen Wesen verschrieb. Bis vor kurzem wurde meistens Tobias gechannelt, bis dieser angab, er werde zur Erde zurückkehren, da er die physische Realität vermisse. Heute wird stattdessen meist Adamus Sochemor gechannelt, welcher sehr lebendig ist. Adamus ist, was wir einen aufgestiegenen Meister nennen würden. Ein aufgestiegener Meister ist jemand, der den Prozess der spirituellen Transformation vollzog, um sich schließlich in einen Zustand von höherem Bewusstsein jenseits der physischen Realität zu begeben. Das wird in den zukünftigen Folgen mehr Sinn ergeben. Okay, zum Abschluss will ich über eine Liste mit Definitionen gehen. Während diesen Channelings hörst du vielleicht oft Worte, die du nicht kennst. Amyo, das ist absolutes und reines Vertrauen auf dich selbst, die Verwirklichung des Ich Bin. Makyo, das sind Lügen, die du dir selbst sagst und die dich von dem Ich Bin wegbringen, wie ich bin nicht gut genug oder ich kann das noch nicht tun. Sozusagen das Gegenteil von Amyo. Aufstieg, Ascension. Das ist der Prozess, von einem Leben ins nächste zu gehen und dabei im selben Körper zu bleiben. Kaldra, das wirst du wahrscheinlich oft hören. Kaldra ist der Nickname, den Tobias Jeffrey gegeben hat. Wenn also Jeffrey sagt, Kaldra will nicht, dass ich das sage, aber ich werde es trotzdem sagen, ist das Adamus, der durch Jeffrey spricht, über Jeffrey spricht, dessen Nickname Kaldra ist. Ist das verwirrend? Schaumbau. Das ist der Nickname, den Adamus den Menschen gegeben hat, die durch den Prozess des Aufwachens gehen. Du bist auch ein Schaumbau. Schaut. Ein Schaut ist ein Channeling. Ein Zusammentreffen, um mit Adamus und anderen Wesen zu kommunizieren. Gut, das war's für heute. Fröhliches Channeln. Hear it loud and clear, some